Herzlich willkommen zurück, hier ist euer Bombiton Weaklingen. Holy shit. Ich bin, nachdem ich gestorben bin, einfach auf Fortfahren gegangen. Oh, was? Oh, mein armes Herz. Also es scheint anscheinend so komische, unsichtbare Schattenwesen zu geben. Die mich umbringen. Ich geb's zu, ich bin kein Fan von Schattenwesen. Oh je. Und ich bin auch noch ein ziemlicher Schisser, oh Mann. Also das schlimmste Spiel, was ich bisher gespielt habe, war Dead Space 2. Das hat mich so fertig gemacht, ich konnte es nur eine Stunde maximal spielen und ich konnte dann nicht mehr. So, aber ich will euch ja nicht. Eigentlich will ich euch nicht langweilen und jetzt wieder denselben Weg gehen. Aber eigentlich muss ich ja doch herausfinden, wie es da jetzt weitergeht. Oder nicht? Also einmal probiere ich es jetzt noch, diesen Weg zu gehen. Nächstes Mal gehe ich einen anderen Weg. Um ein bisschen Abwechslung zu haben. Aber hey, ich hoffe... Hoffe, ich muss nicht jedes Mal so spät wieder anfangen. Ich hoffe, es gibt ein paar mehr Speicherpunkte. Das wäre nice. Soweit ich weiß, kann ich selber nicht speichern. Hier gar nicht mehr so eine Lichtgestalt und er redet auch nicht mehr den Monolog von vorhin. Oh je, Leute. Hoffentlich ist das Spiel nicht zu gruselig für mich. Und ich finde ein bisschen schade, dass die Maus nicht so flüssig funktioniert. Ich habe extra schon so ein... wie heißt es? So eine Glättung. Are you coming to me? Ja. Komm zu dir. Aber ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Schweige denn umgehen. Also ich bin ja erst an dem einmal vorbeigekommen. So, jetzt gibt's hier wieder eine Lawine. Bestenfalls nicht erwischt. So, das war's. Jetzt bin ich wieder in der besagten Höhle. Wo ich letzte Episode gestorben bin.
weil ich in eine Sackgasse gelaufen bin. Ich sehe ihn nicht. Höre ihn auch nicht. Oh Mann, Leute. Okay. 10N57. Also, ich war richtig. Bin tatsächlich im Norden gelandet. Ich habe anscheinend einen Weg verpasst, an dem ich so gehen kann. Und anscheinend bin ich jetzt echt in der Sackgasse, kann das sein? Naja, es sieht jetzt eigentlich gar nicht so aus, als wäre es eine Sackgasse. Okay, nach oben oder nach unten? Ich entscheide mich für nach oben. Oh nein. Oh nein. Habt ihr mich gesehen? Oh mein Gott. Lass mich hier weg. Lass mich hier weg. Wie, ich bin tot. Oh nein. Ach, bitte lass da ein Safe Point gewesen sein oder. Ach, kommt schon, Leute. So, ich geh jetzt mal einen anderen Weg. Oh Leute, ich bin anscheinend zu schlecht, zu schreckhaft, ich weiß es nicht. Holy Macaroni. Nichts für mein schwaches Herz, ey. Oh Mann, Leute. Er ist einfach plötzlich verschwunden. Ich dachte, er kommt auf mich zu und dann breche ich da auch noch runter. Jetzt bin ich, glaube ich, hier hintergelaufen. Aber so wirklich wissen tue ich es auch nicht. Jesus fucking Christ. Übernatürlich, ey. Kann man das Game überhaupt schaffen? Ich...
hätte halt gern mehr Speicherpunkte. Ich selber kann nicht speichern. Habe ich bereits nachgeschaut. Kein Speichern, Leute. Bin jetzt in diesem Wald, denke ich mal, auf der Karte. Okay. Ziemlich viele. Hoffentlich folge ich den jetzt nicht in meinen Tod. Okay. Es wurde doch ein Toter mit orangener Hautfarbe gefunden. Das könnte das sein, was ihn orange gemacht hat. Mal von dem Zeug nicht erwischen und renn mal weiter. Der Baum. Mit komischen Effekten. Hey, ich habe noch eine Notiz gefunden. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Okay. Wenn ich jetzt dieses Buch schließe, tauchen entweder Monster auf und ich muss wieder zurückrennen. Oder, keine Ahnung. Jesus Christ. Aber ich gehe weiter. Ich renne nicht zurück in den Wald. Und dass ich immer in Sackgassen renne. Oh mein Gott. Hast du den gesehen?
Hilfe! Ich will mich auch gar nicht umdrehen. Nicht, dass der noch hinter mir ist. For a very long time, I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation, and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Okay. Ich renn weiter. Ich glaube, das Stehenbleiben in dem Spiel ganz schlecht ist. Fucking Wald. Ich hoffe, dass das jetzt mal auch mal Save Points waren. Oh, das Spiel macht mich seelisch fertig, Leute. Nervlich. Ja, wieder ein Papier. Mysteriöse Lichter über dem Kosmodrom. Grell-orangene Kugeln. Ah, kein fliegendes Objekt. Shit. Tief durchatmen. Ich hab nicht so die genaue Ahnung, wo ich bin. Aber ich bin hier. Das macht am meisten Sinn, weil ich habe den Baum, ich habe das im Wald und hier habe ich jetzt auch eine Notiz gefunden. Soll ich jetzt zum Süden? Oder gehe ich mal, ich gehe nach rechts mal zum Zelt zurück. Ja. Yeah. So, nach rechts zum Zelt zurück. Oder auch nicht. Ich bin im Kreis gelaufen. Warte. Hier habe ich den Zettel gefunden. Dann muss ich hier nach links. Nach rechts. Boah, meine Figur atmet manchmal so, als wäre hier ein Monster.
Oh Mann, Leute, das Spiel macht mich fertig. Okay, ich bin jetzt hier wieder auf der großen freien Fläche mit den Steindingern. Vorhin kam aus der Mitte von diesen Dingern ein Monster und hat mich gekillt. Dann renne ich mal gekonnt außen rum. Wölfe. Sag bloß, jetzt gibt's zu den Monstern auch noch wilde Tiere, ey. Das wird mir auch gerade noch fehlen. Frag mich, ob ich bei dem Zelt auch irgendwas nochmal machen kann. Zur Hölle ist überhaupt mein Zelt. Ah. Da ist mein Zelt. Ja, okay, mache ich. Okay, öffnet einfach nur meine Karte. Oh Leute. Aber dass ich keinen Zettel hier oben gefunden habe, irritiert mich. Leute, das Spiel macht mich fertig. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, Bombi von den Weaklingen spielt Kolat und macht sich fast in die Hose. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst doch ein Abo da und ein Like. Schreibt drunter, was für eine Pussy ich bin. Und bis zum nächsten Mal.